Einen schönen Mittwoch wünsche ich euch. Ich bin der Callcenter-Crasher. An diesem Mittwoch sind die Betrüger ohne Mitleid, aber genauso mitleidlos ist mein Umgang mit diesen Kriminellen. Also lasst euch mitreißen bei meinem Umgang mit diesen Kreaturen. Ich bin Emma Berger am Apparat. Ich habe Ihnen angerufen, weil Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht für Anfangen einer Investition beim Bitcoin und Kryptowährungen. Also kann ich bitte Ihnen fragen, sind Sie momentan noch interessiert und möchten Sie anfangen? Erstmal möchte ich gerne wissen, welches diese Firma ist, von der Sie anrufen. Ja, also ich rufe Sie an von Immediate AG. Ach, das ist diese, ach ja, natürlich weiß ich, diese Betrügerfirma. Okay. Das ist nicht richtig. Sie haben keine Informationen über Doch, uns. Natürlich. Also, die BaFin war sogar vor Ihrer Firma. Was ist passiert? Warum haben Sie diese Meinung für unsere Firma? Kann ich bitte wissen, was ist passiert? Ja, kann ich ja sagen. Die BaFin warnt vor Ihnen, weil Sie Betrüger sind. Also wie ich habe gesagt, das ist nicht richtig. Ja gut, okay, dann geben Sie mir mal Ihre... Okay, dann überprüfen wir das doch mal. Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Unsere Firma sitzt in England. In England, das heißt, Sie sind... Hallo, das reicht schon als Antwort. Ja, bitte. Dann sind Sie sicherlich als Finanzdienstleister auch reguliert bei der FCA, richtig? Nein, das ist nicht richtig. Wir Wo sind Sie denn reguliert? Also, wann Sie möchten, ich kann Ihnen unsere Website gehen. Nein, ich will nicht Ihre Website, ich möchte Ihre Registrierung haben. Ich möchte einfach nur Ihre Registrierung. Wo sind Sie als Finanzdienstleister registriert? Wo? Einen Moment, bitte. Ah, müsst ihr erst suchen? Ja, ich muss suchen. Also, ich werde Ihnen schriftlich die Informationen geben, Sie können ruhig lesen. Ja, schicken Sie mal. Ich bleibe am Telefon, ich warte mal. Okay. Sie können gehen bei laguno.getol.org. Schicken Sie es doch einfach mal per E-Mail. Ja, ich habe es schon Ihnen gegeben. Also Sie sind auch nicht interessiert. Sie können Das stimmt ja gar nicht. Ich habe ja keine E-Mail erhalten von Ihnen. Also ja, ich schenke Ihnen keine E-Mail. Ich habe Ihnen das Name von uns, unserem Website gegeben. Ja, gut, dann sagen Sie es dann doch mal bitte, dass Sie es auch mitschreiben können. Sie können ja auch gerne weiterreden, aber Sie können es auch mal buchstabieren. Ja. Na los. Ich buchstabiere unserem Link. Können Sie notieren, bitte? Natürlich, kann ich gerne. Okay. L wie Ludwig. Ja, und weiter. A wie Anton. Ja. N wie Norwegian. N. Wie Norepol? Was ist denn Norepol? Ja, Sie haben doch richtig gehört. Aber das Wort, was Sie gesagt haben, existiert in Deutsch gar nicht. Kein Problem, Sie haben doch gut gehört. Sie können einfach notieren, erste Buchstabe. Und Sie können schlecht sprechen, richtig. Sie kennen kein deutsches, Sie können also kein deutsches Alphabet, ja? Wenn Sie gut Deutsch reden können und verstehen, Sie können es ja leider nicht, das ist ja das Problem. Sie rufen in Deutschland an und verstehen gar kein Deutsch. Also, okay. Ludwig antwortet okay. Nordpol. Und weiter? Ja, okay. Ja, wie was? Wie Google. Ja, okay. Und weiter? U wie Ulrich. Ja. A wie Anton. Ja. G wie Google. Ja. E wie Emily. Ja. T wie Theodor. Ja. O wie Otto. Ja. O wie Otto. Ja. L wie Ludwig. Ja. Komma. Ein Komma gibt's Punkt, nicht. Ja. Ein Komma gibt's nicht als Internetadresse. Okay, Punkt. Sie können nur einfach Punkt eingeben. Ja. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Ja. Und geh nochmal wie Google. Also ein Sprachtool, Language Tool. Und was soll das sein? Ich denke, also das hat ja nicht... Das ist unser Link, Sie können weiter Informationen dort lesen, wann Sie Zeit haben. Und Sie können auch unserem Nummerlicht sehen,
und alles Informationen, was Sie brauchen über uns zu wissen. Ich bedanke Ihnen für Ihre Zeit. Und tschüss, Betrügerin. Du hast ja wirklich gar keine Ahnung. Es tut mir leid. Das tschüss, mir Betrügerin. Ich muss ein bisschen Respekt haben. Ja. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Behrens hier, Multibayer Finanzabteilung. Habe ich da den Hein Bergmann am Apparat? Ja. Und wer ist da bitte? Wunderbar. Behrens von Multibayer. Es geht um Folgendes, Herr Bergmann. Sie haben sich vor einiger Zeit mal registriert gehabt für einen Online-Handel. Da wollte ich nur mal nachhaken. Ja, bei eBay weiß ich genau, ja. eBay und Amazon, genau, ja. Besteht da noch Interesse? Bei eBay? Natürlich, klar. Ich nutze eBay, ja. Nee, das war nicht eBay. Schauen Sie, Sie haben gesehen, wir bieten eine vollautomatische Trading-Software an. Das Ganze würde starten mit 250 Euro. Online-Handel. Sie wollen mir eine Software verkaufen? So ungefähr, genau. Mhm. Und was ist das für eine Software? So, schauen Sie sich erklären das mal. Ja, dann erklären Sie mal. Software ist eine vollautomatische Trading-Software. Ja, es gibt verschiedenste Investitionsmöglichkeiten, ja, von Bitcoins, ja, bis Aktien, Schwermetalle, Rohstoffe, Gold beispielsweise, ja, und diese vollautomatische Trading-Software ist eine Art künstliche Intelligenz, die da entwickelt wurde. Das bedeutet, das Startkapital sind 250, die werden aufgeladen, ja, und normalerweise, wenn sie traden, müssten sie immer hinterher sein, jeden Tag schauen, wo sie Positionen öffnen, ja, was der Markt gerade so bietet, ja, aber dieses vollautomatische System, ja, kann man so einstellen, dass bei einer gewissen Plus oder Minus automatisch diese Position geschlossen wird. Beispielsweise, Sie stellen ein, bei minus 30 oder 40 Euro, ja, wird die Position automatisch geschlossen, bei wie viel Plus das geschlossen wird. Ja, Sie bekommen Anlageberater, im Fachjargon sagt man auch Broker dazu, der wird Ihnen da behilflich sein bei allem, ja, der meldet sich bei Ihnen, wenn es da Informationen gibt vom Handelsmarkt, ja, und das wäre es eigentlich auch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was haben Sie nicht verstanden? Sie da nicht verstanden? Ja, alles. Sie haben so komisch erklärt. Was brauche ich da? Und ich kriege eine Software. Was denn für eine Software? Eine vollautomatische Trading-Software. Eine Trading-Software? Was ist das? Online-Handel. Wissen Sie, was Online-Handel ist? Ja, sage ich doch. eBay, Amazon und so. Nee, das hat mit eBay nichts zu tun. Ja, und? Kennen Sie sich ein bisschen aus mit Aktien, mit Bitcoins? Wissen Sie, was das ist? Natürlich weiß ich, was das ist. So, man kann da Positionen öffnen, man kann Investitionen tätigen. Ja, es gibt sowas wie Daytrading beispielsweise. Ja, wenn Sie Geld investieren, ja, müssen Sie immer einen Überblick darüber haben. Ja, wie das fällt, wie das steigt. Ja, und dann müssen Sie selber automatisch immer verkaufen. Ja, wenn Sie sehen, zum Beispiel, dass es ins Minus geht oder ins Plus geht, müssen Sie da selber immer kaufen und verkaufen. Aber man kann dieses System so einstellen, dass es das automatisch macht. Ja. Genau. Und das wär's auch schon. Und Sie sind von welcher Firma? Wir sind von Multiwire. Das kenne ich gar nicht. Kennen Sie nicht? Nö, kenne ich nicht. Haben Sie eine Webseite? Ja, die haben wir. Ja, dann buchstabieren Sie doch mal. Das am besten so, weil ich bin nur bis 18 im Büro. Ja, das ist mir relativ egal. Also, Sie können mir jetzt einfach mal sagen, wie Ihre Webseite ist, bitte. Ja, Herr Bergmann, Herr Bergmann. Gut, dann erzählen Sie mal. Wie lautet Ihre Webseite? Herr Bergmann, ich wollte Ihnen gerade das vorschlagen. Ich habe ja hier Ihre E-Mail-Adresse. Ja, ich werde Ihnen die Website per E-Mail zukommen lassen. Sie können sich das gerne alles anschauen. Ja, und dann würde ich Sie morgen nochmal kontaktieren. Ach, haben Sie keine Lust mehr? Das ist in Ordnung für Sie. Haben Sie schon Feierabend? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe Feierabend, genau. Ja. Naja, gut, dann können Sie sich ja wieder melden, wenn Sie da mal arbeiten wollen. Soll ich Ihnen die Website, Sie wollten doch gerade, dass ich Ihnen die Website durchgebe, dass Sie da gucken können. Richtig, ich schlage Ihnen gerade vor, dass ich Ihnen das per E-Mail zukommen lasse. Ja gut, dann lasst Sie das mal zukommen. Ja, wunderbar, Herr Bergmann. Verbleiben wir so. Ja, genau. Also wollen Sie das überhaupt haben, weil Sie machen mir ein bisschen den Eindruck, als hätten Sie auch gar kein Interesse daran. Soll ich Ihnen das zukommen lassen oder nicht? Das hatte ich jetzt mehrfach gesagt. Sie hören scheinbar. Okay. Die sind wahrscheinlich mit den Ohren schon im Feierabend, oder? Das würde ich so nicht sagen, Herr Bergmann. Ich schon. Ne, aber wenn Sie sagen, Sie möchten das jetzt alles machen, können wir es auch jetzt machen. Ne? Ja, natürlich. Ja, jetzt auf einmal geht es. Wenn Sie sich einlesen wollen. Jetzt auf einmal geht es. Einlesen wollen. Herr Bergmann, muss ich dabei sein, wenn Sie sich da einlesen? Sie haben ja gesagt, Sie möchten das sich in Ruhe anschauen. Ich weiß ja nicht, ob Sie lesen können. Ne? Ich kann lesen.
Herr Bergmann, ich kann auch lesen. Ich merke, das Gespräch driftet ein bisschen ab, Herr Bergmann. Also entweder arbeiten wir mit Respekt zusammen oder gar nicht. Ne? Das können Sie sich aussuchen. Ich lasse Ihnen das einfach erstmal zukommen per E-Mail. Sie können sich also, dann über E-Mail gerne bei mir zurückmelden. Das war doch das, was ich die ganze Zeit wollte. Aber Sie haben drumherum geredet und Sie reden von Respekt. Okay. Ja. Ich bin sehr respektvoll zu Ihnen, Herr Bergmann, oder? Das wird sich noch rausstellen, wie respektvoll Sie zu mir sind. Genau. Das ist mein Job, da werde ich bezahlt, nett zu sein, ne? Wenn ich nicht respektvoll bin, dann kriege ich ja einen auf den Deckel vom Chef, ne? Na, dann haben Sie bestimmt schon einen ganz schönen platten Deckel inzwischen, oder? Nee, Herr Bergmann. Schauen Sie mal, wissen Sie was, Herr Bergmann? Lassen Sie das mal lieber, ne? Das ja, genau. Nicht rein. Ja, genau. Ich mag auch keine Betrüger, wie Sie es sind. Sie sind zu arrogant. Sie sind ein Betrüger. Mit Ihrer Arroganz ein kann man Betrüger. Nicht arbeiten. Ja, genau. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Okay. Genau. Ja, genau. Wie Sie das denken. Sie wissen ich gar weiß nichts. Das. Ich weiß das. Du bist nur ein Betrüger bist. Sie wissen gar nichts. Doch, ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Anscheinend haben Sie Geld verloren durch irgendwelche Betrüger. Nein. Ich bin ein Scammeter. Ich nehme solche Leute wie dich auf. Auch dich wirst du auf YouTube hören, Scheißbetrüger. Ja, ist doch kein Problem. Ja, dann sagen Sie mal den Link auf YouTube. Ich würde mir das gerne mal anschauen. Och, du bist doch so schlau. Du bist doch so schlau. Das findest sagen du schon. Mal. Du bist doch sagen so Sie schlau. Mal. Sagen Sie doch mal. Du wolltest deine Webseite doch auch nicht sagen. Okay, und komisch, jetzt haben wir schon nach 18 Uhr und du bist immer noch da. Machen Sie weiter so, Sie Superheld. Kleiner dummer Betrüger. Kleiner dummer Betrüger. Ich lach dich aus, kleiner Wichser. Kleiner Wichser. Kleiner dummer Betrüger. Sind sogar ein Hurensohn, sind sie. Ah, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus, hä? Wie jeder Betrüger. Und jetzt kommt doch die Sache mit der Mutter, ne? Hast du auch meine Mutter? Ja, genau. Das wollte ich hören. Du hast dich jetzt schon wieder ganz klar bekannt gemacht. Genau. Ja? Schönen guten Tag. Hier ist der David Zimmermann von der Wirtschaftskanzlei Berlin, hier der AG. Ist da der Herr Lothar Seifert? Ja. Schönen guten Tag, Herr Seifert. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Haben Sie kurz einen Augenblick Zeit für mich? Natürlich. Von welcher Kanzlei sind Sie? Von der Wirtschaftskanzlei hier in Berlin. Aha. Und zwar hätte ich ein kurzes Anliegen. Und zwar laufen jetzt gerade diverse Sammelklagen gegen verschiedene Kryptounternehmen oder eher gesagt angebliche Kryptounternehmen. Da wurden jetzt auch bei diversen angeblichen Brokern jetzt auch Räumlichkeiten besucht. Darunter wurden dann USB-Sticks, Laptops analysiert und weitergeleitet. Darunter hat man wohl dann auch Datenträger ihrerseits gefunden. Haben Sie denn einen Betrugsfall in der Vergangenheit? Nein. Was für Daten wurden da von mir gefunden? Ja, da haben Sie wohl irgendwelche Zahlungen getätigt. Das sind ja keine richtigen Daten, die wir jetzt haben. Das haben wir ja beschlagnahmt, so gesehen. Ja gut, und Sie sind eine Wirtschaftskanzlei. Ihnen ist schon bekannt, dass es Sammelklagen in Deutschland gar nicht zulässig sind? Natürlich, das heißt, sie sind nicht zulässig. Ja, die sind gar nicht zulässig in Deutschland. Sowas gibt es nur in Amerika. In Deutschland gibt es keine Sammelklagen. Wie nennt man das denn dann, wenn da mehrere Parteien gleichzeitig... Das sind einzelne Klagen. Sammelklagen sind in Deutschland gar nicht zulässig. Sie sind eine Wirtschaftskanzlei aus Berlin, haben Sie gesagt? Genau. Mhm. Dann schauen Sie bitte nochmal richtig nach. Ja, vor allem habe ich gerade nachgeschaut, Berlin hat die Vorwahl 030, ne? Und Sie rufen an mit einer Vorwahl 03221. Richtig? Genau. Jetzt das heißt, Sie sitzen nicht in Berlin. Deutschlandweite Vorwahl. Nein, das ist ja Nummernspoofing. Das heißt, Sie sind einer dieser Betrüger. Ja, wenn Sie da Meinung sind, können Sie richtig. Das gerne so vertreten. Sie können das aber bitte nochmal gerne überprüfen. Das brauche ich nicht. Welche Kanzlei sind Sie genau, bitte? Wirtschaftskanzlei. Und wo ist Ihre Adresse? Ihre Adresse? Straße 85. Hallo, ich muss ja nicht. Hallo. Ich brauche Sie ja nicht für irgendwas überzeugen. Nö, brauchen Sie nicht. Ich weiß ja schon, dass Sie ein Betrüger sind. Gut, wenn Sie der Meinung sind, dann können Sie das. Das weiß ich sogar. Mit den Betrügern diese Nummer ist nur freigeschaltet, um Betrüger zu entlarven. Und Sie haben angerufen.
Wie freigeschaltete Nummern? Diese Nummer ist extra dazu eingerichtet, Betrüger für YouTube zu verarschen. Und auch Sie werden sich auch bei YouTube wieder hören. Als Betrüger, das ist richtig. Kein Thema. Das gut, danke dafür Ihre Einverständnis. Die wäre mir aber egal gewesen. Alles klar. Also, tschüss, Betrüger. Scheiße, hat nicht geklappt, ne? Grüezi wohl. Hallo? Hallo, dann spreche ich mit Herrn Steffen Siegelbürger. Siegelbürger ist der Name, ja. Ja, okay. Und mit wem spreche ich? Mein Name ist Mark Sander. Und ich rufe Sie, weil Sie haben, guten Tag, Sie haben bei uns wegen Handelsroboter registriert, bei DX Fund. Das war ein Roboter? Das stand da nicht. Handelsroboter am Finanzmarkt. Das war ein Roboter? Das habe ich nicht lesen können, dass das nur mit Robotern geht. Ja, aber das ist viel besser. Also wenn Sie nicht so viel Erfahrung haben oder so, der Roboter macht alles automatisch statt Sie. Ja, dann erzählen Sie mir bitte mal, was Sie anbieten als Firma. Haben Sie bis jetzt Erfahrung im Finanzmarkt gehabt, oder? Nur theoretisch. Okay. Also, wie gesagt, wir bieten vollautomatisierte Handelssoftware-System und selber müssen Sie bei uns überhaupt nicht reden. Das macht alles der Roboter statt Sie. Jo. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Und Sie werden sich jederzeit einloggen können in unsere Plattform und dort können Sie einfach nur beobachten, was genau der Roboter trägt. Er kann kaufen und verkaufen verschiedene Währungen, Aktien, Bitcoin, alles, was gibt es im Finanzmarkt. Der Roboter kann mit alles handeln. Ja, und das war alles, was Sie erklären können oder kommt da noch etwas? Ja, haben Sie zuerst irgendwelche Fragen an mich? Ja, wenn Sie so weiter noch nichts erklärt haben. Ja, ich möchte gerne. Haben Sie gehört, wie das mit den Diamanten ist? Hallo? 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 Sprache im Winter. Hallo, können Sie mich hören? Ja, mit wem wollen Sie sprechen? Gut, spreche ich mit Herrn Meier? Ja, ist richtig. Also, ich rufe Sie wegen Ihrer Anmeldung an. Von welcher Anmeldung? Früher haben Sie sich auf der Finanzplattform angemeldet, aber Sie haben Ihr Konto nicht aktiviert. Erinnern Sie sich daran? Ja, welche Firma sind Sie? Also, Bitcoin System. Sie sind die Firma Bitcoin System? Ja, das stimmt. Ja, gut. Sie haben als Firma doch sicherlich eine Internetseite? Ja. Die heißt? Also, Moment. Was haben Sie gesagt? Sie haben das noch nie gehört. Das haben Sie noch nie gehört? Internetseite. Sie wissen, was eine Internetseite ist? Wissen Sie auch nicht? Hallo, wissen Sie, was eine Internetseite ist? Aufwachen. Hallo, können Sie mich hören? Aufwachen. Hallo. Aufwachen. Wenn Sie reden würden, dann kann ich Sie auch hören, ja? Ja. Genau. Dann reden Sie. Also. Investiv. Bitte? Also, das Site heißt Investiv. Können Sie mir hören? Ja, wenn Sie mal, nennen Sie mal Ihre Webseite. www.
da war es schon vorbei. Hallo? 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 Hey, my name is Danny. Am I speaking to Mr. Hold on one second. Mr. Laurent? Mit wem wollen Sie sprechen? Nein, nein, Sir. Vous parlez français, peut-être? Nein, Deutsch. Deutsch. Unfortunately, I speak French and English, and we have other languages, but we don't have Netherlands here. Okay. So hold on, let me see if I can find your different solution, okay? Wait a moment. Ich weiß ja gar nicht, was da erzählt, aber... Okay. Open Handy Desk. Warum? Google Translate. Warum? In Google Translate. Warum? In Google Translate, we... Why are you calling me? We're calling you, sir, because you made an investment with a company that is still working right now, and we want to make sure that the information is correct, sir. What's your company name? AMIIDF, sir. You got a website? Yes, sir, but you made the investment through CoinChange. So spell it, please. What's your website? Our website, yes, is CoinChain. Aha, and CoinChain. Yep, sir. Dot That's de, you dot fr, or what? Dot co. CoinChain. What, co or com? .com. Dot depends com. What country you're calling from. From your country is .com. Only from my country it's .com, and from other country it's .co. Yes, the in same, Europe they see the .co. Same website with other ending. Yes, sir. You can find it that way. That way, depends what country you're calling from or trying to get the no company. Way. Websites are international, so you can say No. Please let me explain. Mm-hmm. Go ahead, sir. Yeah, your company is international, so it's the ending is co or com or de. What's your com? The ending is com, com, sir. Yeah. And again, sir, the reason why we're calling is because you invest with this company. We've seen weird transactions, so we're trying to make sure that the information and your information are safe. Okay. Your country, your website is CoinChain. Yes, sir. And CoinChain. Yes, sir. C O I N S C H A I. N. Yes, right? Sir. No, yes, sir. It's a white website. Sorry, sir? It's only white. That's... What do you mean by white? It's a white have website. Have you wrote CoinChain as one word? Yes. Okay, because I'm looking at the site right now. Again, CoinChain is a C-O-I-N-S. CoinChain.com. You're supposed to look at the site. I just wrote it right now, and I see the site clear as day, no, sir. There's no, it's only a white website. Yes. Let me spell it. Here. CoinSchain. AIN.com, right? Exactly, sir. Exactly. Yeah, it's a white website.
So I don't know what you're seeing from your side. I just did the same thing as you said, sir, letter by letter, and I'm looking at it right now. Ja, okay. Ich auch. Ich sehe es auch gerade. Ich sehe es auch gerade. Sorry, we didn't understand how you don't see it. Send me the link. Not a problem. Bear with me a moment. I'll verify your information. Okay, bear with me a moment. I'll upload it. Okay, I have your information here. Okay, bear with me a moment. So your email is Lothard. What? Hello? Hey, sir. For some reason, I lost you. Sorry about that. So I just want to make sure that I got the correct email. Your email is lathord.cipher@mailbox.org. Is that correct, sir? What's the email address? Lathord.cipher@mailbox.org. That's what I have here in front of me, sir. Lothar Seifert. Yeah, sorry for not pronouncing it correct. It's Lothar Seifert. Ja, Sie sollten mal Deutsch. Sie rufen hier in Deutschland an. Sie sollten mal Deutsch buchstabieren. You are calling to Germany, so you must. Yes, sir, I know. Yeah, so talk German. Speak German. We speak a lot of languages here, sir, but German is not one of them. Some of the clients that we have speak English, so usually that's the common ground. Just like when I speak to French clients, some of them do speak English, because that's usually the common ground. I don't understand if you feel less comfortable speaking in a different language. You are calling Germany, so you have to talk German. I know, sir, that I'm calling Germany, but some of the people, if not most of the people in the world, speak English. Yeah, here in Germany, most of the people speak German. I know that, sir, and some still speak English because that's something that we all learn at school. That's why we do have clients from Germany, from Netherlands. We have from France, from Belgium, from Mexico. We have clients from all around the globe. Some of them speak better English, some of them speak less better English than what we have here. So we just try to commit. Have you just sent the email? Yes, sir, I did. I just want to make sure that the email is correct. I send it. Let me know that you received it, sir. No email there. Okay, so try to look for your spam or junk mail, sir. No email there. Not in your junk or spam mail either? No email there. Okay, so let me try and send another email, sir. Okay. Okay, so I've sent you the information again, okay, with the mail. Okay. It's your email is lothar.cipher@. And on? Ach, er ist schon wieder raus. Hallo? 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 Hallo. Hallo. Sind Sie des Telefonierens nicht mächtig? Offensichtlich nicht. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit hier Freimut, ja? Ja. Herr Freimut, ich bin Eva Keng von Crypto Investmark. Sie sind gerade bei uns registriert, ja? Bei Crypto Investmark? Nö. Ja. Nee. Hallo? Ja, hallo? Hallo?
Hallo? Telefon ja, kaputt? Herr Palmut. Ja, genau. Was? Dann sagen Sie doch mal. Also, ich habe mich bei Immediate Aspect registriert. Immediate Aspect, ja? Genau. Ja, richtig. Genau, jawohl. Genau, und Sie sind jetzt eine andere Firma. Hallo? Und Sie sind jetzt eine andere Firma? Nein. Doch. Nein, ich bin Ihre persönliche. Von welcher Firma? Ja. Ich bin Ihre persönliche von welcher Firma? Partnerin und ich. Von welcher Firma? Wir haben. Von welcher Firma? Online-Plattform. Ihre Firma heißt. Immediate Aspect. Das sind ja zwei, das sind ja zwei verschiedene. Das sind ja zwei verschiedene Firmen. Von welcher Firma sind Sie jetzt? Ich sehe im System. In welchem System? Vorname, Nachname, in welchem System? Ihre E-Mail-Adresse. In welchem System? Bitte? In welchem System? Sie müssen auch mal zuhören. In welchem System? In welchem System habe ich gefragt? Sekunde, bitte. Ja, Sekunde. Sie sind jetzt schon aufgeschmissen, ne? Liegt an Ihren guten Deutschkenntnissen, ne? Hallo, ich grüße Sie bitte. Ich spreche mit Justus Freimuth, ja? So, wer ist da jetzt? Stellen Sie sich bitte vor. Mein Name ist Mia Bauer, Herr Freimuth. Ich melde mich bei Ihnen von Online-Handelsplattform. Von welcher? Sie haben bei Immediate auf unsere. Nein, Moment bitte, ich habe Freimut. Wenn Sie anschreien würden, wie können wir auch, jetzt kommen? Soll ich schreien? Soll ich schreien? Ist Ihnen das lieber? Nein, Moment. Ich habe Freimut, warum schreien Sie bitte? Ich habe Ihnen mal gesagt, Sie, wenn Sie schreien Sie, würden, wie können Sie wir Sie wollten doch, dass ich schreie. Sie wollten, dass ich schreie. Und ich rede jetzt ganz normal. Sie wollten doch, dass ich schreie. Ganz klein, Moment. Ja, jetzt wieder kleiner Herr Moment. Herr Freimut. Das haben Sie jetzt schon mehrfach hören gesagt. Sie mich und doch, ja? Natürlich, wenn Sie reden, höre ich Sie. Mein Name ist Mia Bauer. Ich melde mich bei Ihnen von Crypto Online Handelsplattform. Sie haben auf unserer Werbungsseite auf Immediate Aspect die Daten eingegeben und das Handelskonto registriert. Genau, aber das ja, genau, okay. Gut, dann erzählen Sie was zu Ihrem Thema. Was bietet Ihre Firma an? Herr Freimuth. Das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Ich weiß, wie ich heiße. Wenn Sie mich lassen, mit Ihnen weiter zu kommunizieren, damit ich Ihnen für die weiteren Schritte erklären kann, ja, erklären Sie mal. Dann werde ich ja dankbar sein. Ja, Sie können mir sehr dankbar sein. Dann erklären Sie mal, was Ihre Firma mir anbietet. Sagen Sie mir bitte als erstes, haben Sie schon mal Erfahrung auf Nein, dem Finanzmarkt? Sie wollten, oder das alles relativ? Sie wollten jetzt erklären, was Ihre Firma mir anbietet, nicht was ich kann. Dann erklären Sie, was Ihre Firma mir anbietet. Herr Freimuth, dann machen wir Folgendes. Ich weiß, wie ich heiße. Sie müssen nicht dauernd meinen Namen wiederholen. Ich werde Sie zu meinem Vorgesetzter weiterleiten. Ach, ja, können Sie schon nicht mehr? Sie sind schon aufgeschmissen? Okay. Schönen guten Tag, Robert Schmidt ist am Apparat. Spreche ich mit Herrn Justus Freimuth? Richtig. Schmidt ist Ihr Name? Schönen Tag noch. Ja, Ihr Name ist also Schmidt? Ach, Sie sind stumm geworden. Hallo? Hallo? Hallo. Mr. Justus, yes? Nee, ich bin Herr Justus. Herr Justus Freimuth. Sie sprechen Englisch? Nein, ich spreche Deutsch. Sie sprechen Englisch? Only sprechen Sie Deutsch. Genau. You never learn English.
Stupid Arschloch. Ja, Stupid Arschloch. Du bist Stupid Arschloch. Scammer, Stupid Scammer. Ja, okay, ja, geben Sie jetzt Adresse. Ich weiß deinen Betrüger. Ja, okay, ja, komme klar. Heute. Ja, klar. Von wo kommst du denn? Listen, okay. Von wo kommst du denn? Ich komme aus Deutschland. Ja, wo bist du denn in Deutschland? Ich komme zu dir. Hör mal, lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch, wenn du Deutsche betrügen willst. Mit Computer, mit Handy ist sehr gut. Mit Handy. Mann, aber das ist eine lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Eine blöde Mann. Ja, nee, der blöde Mensch, das bist du doch. Du bist ein Betrüger, du bist blöd. Richtig. Okay, geben Sie Ihre Adresse und ja, ich komme. Gib mir doch deine Adresse. Gib mir doch mal deine Adresse. Ich komme vorbei. Ja. Ja, Gott, dann sag heute? Mal. Sag doch mal. Ja, natürlich, klar. Sag, wo wohnst du? Ja, ich gebe jetzt meine Adresse. Adolf Hitler Straße. Ja, ja, natürlich, 36. Natürlich. Da siehst du mal, wie dumm du bist. Da siehst du mal, wie dumm du bist. Du bist ein Schwein, ein großes Schwein. Ja, und du bist ein Idiot. Na und? Leck mach doch nicht. Arsch. Ich bin lieber... Ja, deine Zunge ist doch lang genug, dass du dich selber am Arsch... Halt die Klappe, So, ich glaube, das war erstmal genug Unsinn für heute. Ich hole mir erstmal ein Käffchen. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß mit dem Quatsch, den die Betrüger so aus ihrem Gesicht fallen lassen. Ihr hört mich am Sonntag wieder mit einem neuen Video, also bleibt neugierig und lasst euch nicht abzocken. Tschüss, euer Callcenter-Crusher. Hat mein Handy gerade geklingelt, waren Betrüger dran? Sie wollen Geld, doch ich lach nur, weil ich's besser kann. 2019 kann jeder Trick. Sie wollen mein Vertrauen, doch mein Herz bleibt jetzt dick. Aber jeder Schwindler kriegt von mir keinen Blick. Geh weg mit deinem Scam, es ist ein Preis, den du nicht zahlen kannst. Komm aus dem Lachen in der Fresse, lass dein Holztelefon du zahlen kannst. Callcenter Crusher, der Telefonbetrüger-Schmäscher. Bei YouTube stell ich sie bloß, vor Jammern machen die sich dann in die Hose.